Mir war nicht bewusst, dass ich noch zwei Modelle benötigte, bevor ich mit der Staffel anfangen konnte, also anfangen konnte zu drehen. Naja, die habe ich jetzt bestellt und die sind jetzt angekommen und ich zeige euch sie besser mal. Der erste ist Montague oder wie ihr ihn besser kennen solltet, Duck, die Great Western Lokomotive. Ja, normalerweise ist mein Duck dieser Take-Along immer gewesen. Ich habe ihn immer benutzt. Habe mich auch gut versorgt, aber ich brauchte endlich mal ein Holzeisenbahnmodell von ihm. Jetzt gibt es ja den neuen von 2013, ich glaube. Und ja, damit der endlich mal ersetzt ist und besser kompatibel. Ja, jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt haben sie den neuen Tag mit Schornstein und schönen Details und alles, ja. Hier ist die Rückseite und ja, das ist ein so ein Prototypbild. Fisher-Price Hotel ist 2013. Seht, ich glaube dann doch 2013. Hier steht ja doch 2013 anscheinend. Und ja, jetzt wird ja 2018 Thomas Holzeisenbahn eingestellt und von Wood, Thomas Franz Wood, ersetzt. Ja. So viel dazu. Sein Gesicht sieht schon mal schön aus, kann ich sagen. Und er ist irgendwie auch schön gemacht. Ich sage mal, holen wir ihn raus. Den Trick, den ich im Internet gesehen habe, diesen Tab hier sehen. Hier ist so ein geheimer Ding. Das wird kurz dauern. Oh je, yeah. So. Durch die Kamera zu machen, ist immer schwierig. Oh, er ist raus. Die Verpackung werde ich erstmal behalten. Das tue ich immer mit neuen Modellen. Ich packe sie vorsichtig aus. Und dann behalte ich ihre Verpackung für eine gewisse Zeit. Aber hier ist er, Montague. Endlich habe ich das Modell von ihm. Nach langer Zeit. Zuerst gab es, Duck wurde, glaube ich, 1994 zuerst vorgestellt mit einem runden Dach. Dann, ich glaube, 2 Jahre später wurde das verbessert mit dem flachen Dach. Und er blieb dann so bis 2001. Und dann danach, ich glaube, 2003 wurde er dann auch eingestellt. Glaube ich. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Und jetzt 2013 haben sie ihn zurückgeholt. Fühlt sich sehr schön an. Ich glaube, das war noch damals so, dass Holz sich noch so ein bisschen wie Plastik anfühlte. Aber ich sage, an dem Tag fühlt sich das nicht so schlimm an. Sehr schönes Gesicht. CGI, das macht Mattel immer sehr gut. Duck. Und sein Jahr. 2012 steht ganz klar. Ja, ich denke mal, dass sie jetzt das gleiche wie damals gemacht haben. Sie machen 2012. Und das bleibt jetzt für immer so. Aber das richtige Jahr steht auf der Rückseite der Packung. Naja, das hat Learning Curve gemacht, hat 2003, also bis 2003 haben sie die Daten auf die Räder gemacht und danach nicht. Also wenn man in 2012 etwas gekauft hätte, stand da immer noch in den Innern der Räder 2012. Die haben sich viele darüber irgendwie beschwert, habe ich gesehen in Videos, und niemand scheint sich darüber zu beschweren, dass wir jetzt nur 2012 haben. Mich stört es auch nicht. Ist ein anderes Datum, nach langer Zeit. Tja, was kann ich sagen? Ist ein einfaches Modell. Und endlich. Sind die Great Western Lokomotiven verbunden. Nach langer Zeit sind die Great Western Lokomotiven endlich verbunden und können auf ihrer Nebenstrecke fahren. Jetzt müssten Mattel nur noch neue Modelle von Donald und Douglas machen. Was wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Es sei denn in Wood, aber wie soll das aussehen? Egal. Das ist Duck, endlich habe ich ihn. War eigentlich teilweise eine spontane Entscheidung, bis ich merkte, ich brauche eigentlich einen neuen Duck. Ich kann ja nicht weiter hier den Take-Along-Version immer verwenden. Ja, ich habe schon einiges mit ihm vor, so Remakes und
In der Serie tretet er natürlich auf mit Schornstein. Das alte Modell hatte keinen Schornstein, warum auch immer. Ja, kommen wir zum nächsten Modell. Oh, Sekunde. Ich muss ihn unbedingt auf den Jean testen. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Duck ist ein gutes Plus. Jetzt kommen wir zum nächsten. Den ich tatsächlich wirklich brauchte, denn ich habe mein altes Modell verloren. Harrod der Hubschrauber. Das ist der neue Harrod von Mattel. Er ist ziemlich klein geraten. Aber nicht wirklich. Ich habe mein altes Modell verloren. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Und ich bin für jede Version von Harrod willkommen. Und ich denke, ja, ist ja nicht das beste Modell. Aber ich finde, er tut's. Ich glaube, er tut die Sache. Was er natürlich hier hat, er hat ein aufgemaltes Gesicht wie in der alten Version. Das war so wie Learning Curve hat ein CGI Harrod gemacht. Der war komplett anders. So, der sah komplett anders aus. Ich finde, der hier, der ragt wieder an den alten Look von Harrod. Ich habe ihn jetzt nicht, natürlich nicht hier, um zu vergleichen, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Ja, hat unten Magnet, kann also Fracht transportieren, ist eigentlich voll praktisch. Und hier steht das. Das steht. Sekunde. Wenn er entzündet, Frachtstück nicht enthalten. Das ist ja auch toll, dass sie das noch extra schreiben. Hier. Seht ihr denn Frachtstück? Nein, das müssen sie ja nochmal da. Egal. Ich muss gerade gucken, wie ich ihn öffne. Komischerweise ist das hier irgendwie oben kaputt gegangen. Keine Ahnung, ist aber auch eine komische Verpackung. Irgendwie. Muss gucken, wie ich den jetzt öffne. Aber ich glaube, ich muss dafür die Schönheit dieser Box opfern. So, entschuldigt mich kurz. Okay, vielleicht kann ich es doch auf der Kamera machen. Ich mache was wieder von hinten mit diesem Tab. Aha. Anstrengend. Puh. Das war doch, ist doch ganz gut gelungen. Ist aber eine mächtige Box. Welche aufbewahren. So. Hier ist er. Harrod der Hubschrauber. Endlich habe ich ihn. So, im Gegensatz, ich finde, er hat noch die alte Form des Harrods. Also von der ersten Version. Die zweite Version sah komplett anders aus. Könnt ihr irgendwie, glaube ich, auf YouTube suchen oder so. Ja, ich finde, ist ja nicht der beste Harrod, aber ich finde, er erledigt seine Arbeit, ne? Und das dreht sich schön. Oh ja, das sieht schön aus. Das dreht sich schön, ist nicht zu locker, nicht so fest. Dreht sich genauso. Das alte Modell konnte sich hier so drehen. Ich schätze, das haben sie jetzt weggelassen. Und das ist hier so komisch. So hohl. Aber ich schätze, das fällt nicht auf, weil man sieht Harrod eh immer nur so. Und was ist an dem Holz und was ist Plastik? Das hier ist Holz. Das Gesicht ist aufgemalt, ist nicht so 3D wie bei den anderen Modellen. Es ist aufgemalt, genau wie der erste Harrod. Das mag ich. Die Details sind halt wie der CGI-Serie, CGI-Gesicht. So wie das hier alles, sein Körper ist Holz und die ganzen Flügel und seine Landekufen und das natürlich, das ist alles Plastik. Ich schätze, an dem Modell kann man nicht so viel Holz haben. War am alten Harrod eigentlich genau dasselbe. Und hat unten so ein Magnet. Sekunde. Und da steht Harrod ganz in schwarz. Steht auch 2012 drauf. Naja. So, Sekunde, ich hole mal etwas. Ups. Oh je, ich bin über Harrods Verpackung gestolpert. So. Ich will mal gucken, wie stark dieser Magnet ist. Ich kann sagen, es hält. Fühlt sich aber jetzt nicht so sicher an. Aber ich denke. Ja, also es ist eine. Man kann ihn so rumtragen und fliegen und so. Nur man sollte nicht so machen, weil dann kann es abfallen. Ja, ich finde,
Ja, nicht so ein starker Magnet, aber es hält schon. Ups. So. Haha, das hält auch ein bisschen. Oh, das hält sehr gut. Ha. Ah, da, okay. Aber ich schätze, das sind neue Magneten, ne? Das sind alles neue Magneten, also halten die auch besser. Das sind ja auch sehr alte Frachtstücke. Tja. Herod, ja, ich denke mal, wenn ihr einen schönen Herod haben wollt, dann holt euch die alte, die erste Version oder die zweite. Wenn ihr einfach einen Herod haben wollt, interessiert euch nicht für den Look, dann nehmt euch den hier. Ich finde, der präsentiert sich ganz in Ordnung. Ja, das war mal ein langes Unboxing-Video. Unboxing, Entschuldigung. Und ich sage mal, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Brrr.